Was hier passiert schon seit Jahren, dass diese newtonsche Physik, die ja im Hintergrund bei den Menschen, die ich mir jetzt ausdenke, immer noch vorrangig ist, obwohl eigentlich die ganze Smartphone- und Computertechnik schon längst mit Quantenmechanik arbeitet. Und was Quantenmechanik wirklich heißt, hat kein Physiker begriffen, weil der im tiefsten Innern immer noch glaubt, dass da außen eine materielle Welt ist, die unabhängig von ihm existiert. Quantenmechanik heißt genau das Gegenteil. Du bist der Geist und der Beobachter bestimmt, wie die Welt ist. Das lernen die auch, aber die nehmen das nicht für voll, weil die Welt trotzdem da außen ist und ich habe nichts damit zu tun. Ja, und wenn man jetzt rein in die physikalische Welt geht, das ist eine Welt, wo ich mir jetzt den Guter zurückdenke, wo ich eigentlich schon mal gesagt habe, hier, ich war 1976 an der Fachschule für Elektrotechnik und Elektronik, klingt so hochtrabend, Fachmann für Verschlüsselungstechnik und Übertragungsanlagen. Und da kann ich euch gleich, ich weiß die Typenbezeichnung, wenn man jetzt abkauft. Aber das Problem ist, wenn du eine Funkstrecke machst, dass du jetzt einen Panzer zum Beispiel nimmst, damals war der Kampfpanzer Leopard. Und ich habe heute Morgen irgendwas, ich gar nicht hier und jetzt gedacht, schon erzählt, habe ich 3 Tage Sonderurlaub gekriegt, weil ich nämlich hier eine Entdeckung gemacht habe beim Messen der Funkanlage des Leopard 2, dass ich mit einem kleinen Kabel, 10 Stück, mit einem 10 cm Kabel, konnte ich die Reichweite der Panzer um 30% erhöhen der Funkanlage, und da habe ich 3 Tage Sonderurlaub gekriegt, und da wurden alle Kampfpanzer Leopard 2 auf meinen Vorschlag die Funkanlage hin umgebaut. Kann man überprüfen? Jetzt ist es also so, na, war nicht ganz schlecht. Ich war nicht ganz schlecht. Also das Fröschen, das ich mir jetzt ausdenke, aber dann soll ich, ich weiß, wovon ich spreche. Was jetzt interessant ist, der damalige hat übrigens damals noch die großen Faxgeräte gegeben mit Lochstreifen. Das ist die Welt damals mit Computer 76. Das ist so vorsintflutlich. Die Funkanlagen, das ist wie wenn man jetzt Autos als Dampfmaschinen betrachtet. Da bin ich ja groß geworden. Ich sage, wie ich jetzt Radio- und Fernsehtechniker gelernt habe, war 95% der Fernseher noch Röhrengeräte. Also innen auch noch Röhren. Nicht die Bildröhre, sondern auch die Einzelteile. Da hat es zwar schon Transistoren gegeben. Aber das ist heute, wenn du einen Elektroniker hast, das ist wie wenn du einen Automechaniker was von Dampfmaschinen erzählst. Ich habe ja den Übergang mitgekriegt, aber ich komme zu den Übertragungsanlagen. Das Problem beim Funkgerät, wenn wir funken, dass das ja 360 Grad abstrahlt und jeder kann mithören, darum hat es Verschlüsselungsgeräte gegeben, schon vor Hitlers Zeiten, Enigma und so. Und dann hat man gesagt, dass man hier ein Stück weiter geht, das waren dann Richtfunkstrecken. Du denkst dir einfach an einen Parabolspiegel, das ist wie das Lampenstrahl, und gegenüberliegend in Sichtweise kannst du ja so 30, 40 Kilometer, gelben Berge jetzt oben, wo wir waren, wenn ich eine Sichtverbindung habe, mache ich nochmal einen Parabolspiegel und ich sende praktisch mit dem Parabolspiegel einen Richtstrahl, das nennt sich eine Richtfunkanlage, hat es damals geheißen, zum anderen Parabolspiegel, und dann bin ich schon mal so weit sicher, dass einer, der mithören will, muss seine Antenne in diesen Strahl reinhalten. Und jetzt passt auf, ich weiß die Typenbezeichnung nicht mehr, aber ich kann euch gleich die Preise noch sagen, dass diese Richtfunkstrecke, das war eine Frequenz, und man hat natürlich jetzt versucht, hier mehrere Gespräche auf diesen Strahl. Ich erinnere jetzt nur an Satelliten Astra. Wie viel, du zuerst einmal in Digitalqualität, wie viel hunderte von Fernsehsendern, da sind ja noch so viele Übertragungskanäle, die du als Privatmann gar nicht anzapfen kannst, weil sie verschlüsselt sind, die sind ja nur auf diesen einen Strahl. 1976 bei der Bundeswehr, die war immer hinten nach, war der Stand der Dinge, dass du auf einen Richtfunkkanal, also wenn man hier Parabolspiegel aufbaut, wenn du 36 Telefongespräche, 36 Kanäle Telefon, um das in diesen einen Richtstrahl übertragen zu können, hast du Übertragungsanlage gebraucht. Ich weiß die Typenbezeichnung, ich kann euch nur sagen, das Gerät war ungefähr so groß wie der Schrank. Volle Elektronik und hat fast 200.000 Mark gekostet. Und die Technik war damals nötig, um in den einen Funkstrahl 36 Gespräche getrennt voneinander zu übertragen. Wenn du das jetzt sagst, das ist so unvorstellbar, und jetzt sage ich, ich denke mir jetzt Berlin, Silvester, großes Fest, Millionen von Menschen um 12 Uhr, alle greifen zum Handy, und ich habe ja hier in jungen Jahren schon selber Sender gebaut. Was dies stören, das Normale, wenn du das analog machst, schon nur ein Funkmikrofon, du musst es für jeden Putz, musstest du FDZ-Nummer haben, dass sich das nicht gegenseitig stört, was du rein an der Analogtechnik machst, was sich ja nicht ändert von den Strahlen, das ist komplett weggewischt. Ist halt digital. Und da kommen natürlich Fehler, dass ich jetzt gleich immer sage, wenn du technische Ahnung hast, dass du dir natürlich alles, was ich dir sage, was du mit deiner jetzigen Logik zuerst einmal sofort erklären, was schwätzt der?
Das ist wie wenn ich sage, man kann ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen und du sagst sofort, das geht nicht. Ich rede von einem ganz anderen Bereich. Dein Problem ist deine Logik. Schon wenn einer hier sagt, Energie erzeugen oder Energie einspeisen, du hast überhaupt nicht verstanden, was Energie bedeutet, sondern für dich ist Energie das, was du gelernt hast und jetzt hast du die Vorstellung, hast du bei dem Wort Energie. Bei dem Wort Universum taucht in dir eine Vorstellung auf, was du gelernt hast, was Universum ist. Und bei dem Wort Volumen taucht in dir eine Vorstellung auf, was du gelernt hast, was das bedeutet. Und bei dem Wort Ästhetik taucht eine Vorstellung in dir auf. Und bei dem Wort Mathematik taucht eine Vorstellung in dir auf. Und schaust du jetzt in Wörterbüchern wirklich nach, was die Worte bedeuten, wirst du feststellen, dass deine Vorstellung eigentlich gar nicht das ist, was die Worte bedeuten. Sondern das, was man dir erzählt hat. Und Volumen hast du einmal nicht Raum, sondern Rollen. Und die Vorstellung, die du dir mit deiner alten Logik machst, dass das was Räumliches ist, ja das, was du vor dich hinstellst, den Raum, den du vor dich hinstellst, ist einfach nur eine Gedankenwelle, die rausrollt. Du musst in die Welt der Symbole gehen. Und jetzt kommst du immer mehr in dieses wirkliche Matrix-Programm. Du bist nicht in der Matrix, du bist als Ego ein Konstrukt, Werteinterpretationsprogramm. Das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt und den hast du noch lange nicht durchschaut. Das ist wie dein Leben. Du hast den Intellekt dann durchschaut, wenn du alles wirst. Das heißt, wenn du tot wirst. Das haben wir gerade gehabt. Tot sein heißt nicht vergehen, so wie deine jetzige Logik dir das vorschreibt, sondern das heißt, alles zu werden. Das heißt, der eine Tropfen, der da oben hochgewirbelt ist mit Milliarden, 7 Milliarden anderen Tropfen, der fällt wieder in das Meer hinein und dadurch wird er mehr, wird er alles. Dadurch begreift er, dass diese Vielheit, die in ihm auftaucht, die keine Überlebenschance hat, weil die irgendwann einmal das wieder zurückkehrt, das sind die, lass die Toten ihre Toten begraben. Was dir jetzt massiv im Weg steht, ist deine Moral. Diese, genau diese Logik, die du versuchst am Leben zu halten, ist letztendlich die Quelle von Leid, das du selber erlebst. Diese ständige Rechtfertigung, diese Angst, gib dich doch einfach hin. Lass es geschehen. Weißt du, die Raube, die zum Spinnen und anfangen, nein, das will ich nicht. Das und das will ich nicht und das will ich nicht. Und dann gibt es mich ja nicht mehr. Ich sage, ich gebe das, was du zu sein glaubst, gibt es schon in dem Moment nicht mehr in Bezug auf deinen Körper, wenn du nicht dran denkst. Und ihr wisst, wie oft ich gesagt habe, in dem Moment, wo sich dein Körper auflöst, das ist jedes Mal, wenn du nicht an deinen Körper denkst, der war jetzt die meiste Zeit nicht da. Jetzt, wo ich von deinem Körper rede, kannst du wieder an deinen Körper denken, an deine Beine, haben wir tausende Male wiederholt. Dass du das gar nicht mitkriegst, wenn sich was auflöst. Das größere Problem ist, dass die Scheiße hartnäckig immer und immer wieder auftaucht. Stimmt oder stimmt? Jetzt ist aber nicht, dass du jetzt dir einreden darfst, das will ich nicht, dass das auftaucht. Das ist alles, ich will und ich will nicht, ich will und ich will nicht. Was ist die Alternative dazu? Genau die Mitte, beides. Ich will und ich will nicht gleichzeitig gedacht. Ja, ich kann, das kann doch nicht hell und dunkel gleichzeitig sein. Das kann doch nicht richtig und verkehrt gleichzeitig sein. Ich sage, hast du das Gesetz der Polarität wirklich verstanden? Verstanden? Höheres Globalbewusstsein. Ist so einfach. Dann wird dir immer mehr klar werden, dass dieser Mechanismus, wo du bekämpfst, du sollst ihn nur beobachten, aber nicht verändern wollen. Die Veränderung liegt nicht darin, dass du dein Ego veränderst, sondern dass du der bist, der das Ego beobachtet. Das ist die Veränderung des Wesentlichen. Immer wieder derselbe Satz, jeder beobachtet, egal auf welcher Bewusstseinsebene, der was beobachtet und es nicht haben will, nicht einverstanden ist, ist ein blindes Arschloch. Solange du was anders haben willst, wie es jetzt ist, wird sich am Wesentlichen nichts verändern. In dem Moment, wo du mit dem, was jetzt in dir auftaucht, einverstanden bist, hat sich das Wesentliche verändert. Was ist das Wesentliche? Das Wesentliche war vorher ein blindes Arschloch, das an allen möglichen rumgenörgelt hat. Und in dem Moment, wo du aufhörst zu nörgeln, verändert sich das Wesentliche, weil plötzlich dieses blinde Arschloch sich in einen bewussten Beobachter verwandelt. In dem Satz steckt alles drin. Und jetzt, wenn du Geist bist, wirst du das irgendwann einmal verstehen. Und dann kriegst du meinen Langmut, meine Geduld, vor allem wenn du merkst, du musst eh die Ewigkeit rumbringen, was die Zeit, das ist immer, wo ich euch sage, so in Ansätzen der Sorge, die Leben, die ich bewusst, ich sage immer wieder, ich kann mich an tausende Leben besser erinnern, wie du dich an vorgestern. Und du kannst das auch, wenn du ich wirst. Und dieses Ich näherst du an, indem du zuerst einmal begreifst, da außen ist nur das, was ich mir jetzt ausdenke. Und das kommt aus mir. Creatio ex nihilo. Die Schöpfung aus dem Geist. Die Schöpfung, was ist Geist?
Egal, was du dir jetzt über Geist auszudenken vermagst, es ist nicht der Geist. Wo hat der träumende Geist seine Gedanken her? Träumender Geist ist auch schon was Ausgedachtes. Jetzt verstehe ich die Symbolik. Das kommt aus ihm. Das ist dieser unendlich kleine Punkt hochkonzentrierte Energie. Und die ist unendlich. Das ist Geist. E ist ML, MC Quadrat. Gimmel, Geist, der dritte Buchstabe. Darum hast du es auch, wieso heißt es dann reif werden? Jedes Wörterbuch, wenn du Gimmel nachschaust, heißt es auch Kamel natürlich. Und es heißt reif werden. Aber schauen wir uns doch einmal das Wort reif werden an und wir hebräisieren das. Dann hast du wieder unseren R, den Kopf. AI, des Schöpfergottes. Der Kopf des Schöpfergottes ist im Wörterbuch der Spiegel. Das, die bewusste Weisheit Gottes, SBI. Ist der Geist Gottes, Spiegel. Rot geschrieben, kann man blau auch machen. Dann kriegst du dazu die intellektuelle Welle. Dieses Rai wird zu einer Facette und es wird eine doppelt aufgespannte, erweckte, geöffnete Existenz reif werden. Bingo. Kamel, KML, das heißt wie eine Gestalt gewordenes Licht. ML ist gegenüber, GG kann man als 3-3 lesen. Dann haben wir das ausgedachte Dach. Und als 33 kann ich ja 3-3 auch lesen. Und die 33 kannst du jetzt genauso einsetzen. Ist Gall oder Gag? Und das ist Gag. Augenblickliche Existenz. U, Ball haben wir gerade schon gehabt bei der Überlegung. Kannst du auch auf KAM, also die... Selbstverständlich, wer jetzt gleich kommen. Du vorschnelles Hirn. Nein, das ist, du merkst es, das ist dieses Werkzeug, wo ich sage, diese Schrift von der Diana, wenn du die Grundregeln hast, und wir haben gerade angefangen, wo ich sage, dieses Holo-Feeling zu lernen, ist zehnmal leichter, wie wenn du jetzt Türkisch erfährst, was man von jedem Türken verlangt, dass er Deutsch lernt, für einen Türken Deutsch zu lernen, für einen Deutsch Türkisch zu lernen, selbst wenn du einigermaßen nicht unterhalten willst, ist prinzipiell viel schwerer, wie diese Grundregeln von Holo-Feeling zu lernen, wo aber plötzlich jede Formel für dich verständlicher wird, kein Physikprofessor der Welt sieht das in einer Formel, was du dann siehst. Was er sieht, ist das, was mir ihn erzählt hat und was du siehst, ist das, was es bedeutet in Bezug auf das Ganze. Du kommst in die Welt der Symbolik. Und jetzt kommt durch das Jonglieren der Worte, durch das Einfärben, gibt es kein Wort mehr, das für dich entheiligt wird, das nur gut ist oder nur schlecht ist. Es kann dich nichts mehr beleidigen und es macht dir nichts mehr Acht. Es zaubert dir neu zu alles das Lächeln ins Gesicht, umso besser du das beherrschst. Und da geht jetzt nicht, dass du die Filmumschreibungen wissen musst. Die Freude hast du, wenn du dann schaust, ich soll mal die Formelsammlungen nimmst. Aber die Grundregeln schon auf der ersten Ebene gelesen, was nur erfordert, diese 27 Zeichen in Rot und Blau zu lesen, zu lernen. Und ein bisschen sich damit beschäftigen und zu spielen und immer wenn quer zu lesen mit einem Hebräischen oder mit einem Gematrie-Explorer. Und dann wenn die Grundradixen, die sich wiederholen, die sind dann irgendwann einmal in Schlafwandler gestanden. Stimmt oder stimmt? Und dann siehst du irgendeine Werbetafel, irgendwas, egal was, du schmunzelst. Du kannst dann Zahlen umsetzen. Wenn mir jetzt gib mir irgendeinen Katalog und wir blättern ihn durch und wir lesen das mit Holo-Feeling. Und dann kriegst du einen eigenartigen Humor. Das ist dieses ganze Spielen, dass du nur ein Dauerlächeln in deinem geistigen Gesicht hast. Wo andere das Gesicht verziehen und sagen, ist das schlimm, ist das böse. Es sind Gedanken. Ja. Was ist an Gedanken schlimmer und was ist böse? So wie du es definierst. Und du hast keine Schuldzuweisungen mehr. Ich sage immer wieder, schaust du die Deppen. Wie sie kämpfen, wie sie sich aufregen. Unheimlich. Um ihr Recht streiten. Und gar nicht merken, wenn es die jetzt geben sollte, wenn ich sie nicht denke, dass sie die Quelle ihres eigenen Leids sind. Das Loslassen lernen, Festhalten, Macht. Und da wird dir ja immer bewusst, dass alles, was du bisher bewundert hast, ich muss einmal hier die Verwandlung, du musst immer einen Preis dafür bezahlen. Ich ziehe mal zwei so Extreme raus, das ist jetzt gezielt. Ich sage mal so, der Jahrgang setze ich jetzt einmal an, so 55 bis 65 Geburtsjahrgang. Wenn du dich diesen Jahrgang zusprichst, da ist in einem gewissen Maß, hat es Ikonen gegeben, in Mettlingen sage ich einmal hier, wenn du in einem normalen Umfeld, was ich jetzt als Normierung sehe, innerhalb deiner Interessen in der Musikwelt hat es einen Übergott gegeben, das war Michael Jackson, und eine Übergöttin, das war die Whitney Houston. Ich kann jetzt in mein Udo-Programm reingehen, das war für mich keine Frau, das war Göttin.
Das war, wie die das erste Album auf den Markt gekommen ist, die Musik. Mhm. In meinem damaligen Musikgeschmack war einfach der absolute Hammer und die Frau anbetungswürdig. Ja. Wenn ich mir die letzten Bilder des Buch zu Ende lese, von der anschaue, dieses unendliche Drogenwrack, dieses unendliche Drogen von Michael Jackson, der ja zur Vergottung, der wäre jetzt in Mainz, so denke ich mir das aus, wer hätte mit denen als junger Bursch nicht gern getauscht. Ja. Weltweit, er konnte sich alles leisten, die ganzen Frauen sind ihm zu Boden gelegen. Wohlgemerkt, in einem normalen Säugetierprogramm, wenn man jetzt diese Logik denkt, was ist das für ein kaputtes, unendlich kaputtes Frack am Ende gewesen? Das heißt, das eine Extrem bezahlst du immer mit den anderen Extrem. Du wirst ganz, ganz wenige finden, die mit Anstand altern. Ganz wenige in deiner Welt. Und jetzt wohlgemerkt, es geht jetzt weit über das hinaus, was du aus Medien weißt. Du kannst hinter die Facetten ja gar nicht schauen, wenn die nicht, was da wirklich dahinter steckt. Wieso sind du so Lichtgestalten in der Schauspielerei? Robbie Williams, die tollen Rollen, die der gespielt hat. Diese Welt, König der Fischer, Batch Adams. Wie kann das sein, so erfolgreich, dass der am Alkohol, nicht nur er, das heißt offensichtlich, muss hier glücklich und reich sein, muss unheimlich irgendwie schlimm sein, dass man sich da zusaufen muss. Weißt du, das sind deine Vorstellungen. Du merkst, das Problem nicht nach diesen Gestalten, sondern dass du deine Vorstellungen von schön und glücklich überdenkst. Und dann zerbröseln diese ganzen Scheingestalten, wenn du hinter die Fassaden schaust, umso größer die Grinsekatzen sind. Weißt du, dieses nicht alt werden wollen. Das alles, was hier die, ich habe was an mir machen lassen. An mir schon was. Da kriegst du so einen Schock. Weißt du, jetzt ist es bei mir, ich merke als Udo, dass es für mich sowas von hässlich ist. Ich liebe natürlich alterndes Gesicht, weil ich die Schönheit in der Natürlichkeit sehe. Es ist rein subjektiv, meine Anschauung. Aber für mich, wenn ich jetzt bewusst diese einseitige Perspektive ansehe, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe jetzt gestern auf die Klo-Zeitung von meiner Marion, das hinten der Vorderdrehen, wie heißt sie, von der Domala? Ach ja. Ach, das ist das neueste Bild von der Domala, die hat Schlauchlippen ohne Ende, die war ja schon immer operiert, aber jetzt dieses Bild, hast du das gesehen? Nein, aber ich weiß, durch die Krimis eben. Nein, vergiss es! Ich glaube, die hat schon wieder weggeschmissen. Wenn ich das vorher noch habe, ich bring's morgen mit. Leute, euch haut's weg. Das übertrifft alles, was ihr jemals, ist fast bizarr wie eine Karikatur, als wenn mit Photoshop gearbeitet wurde. Weil die mit aller Gewalt jung sein wollen, verstehst du? Und jetzt ist es, wenn du sehen kannst, war das hässlich. Dann immer wieder ist es das Ziel, möglichst alt zu werden. Mir fällt jetzt momentan ein, hier, der hieß das. Wenn du die letzten Bilder siehst von dem, der älteste Schauspieler der Welt, wo er blind fast festgetackert wird, dass er nicht umgeht, ist das doch erstrebenswert? Dass ihn noch hintackern, dass er nicht umfällt, verstehst du? Ist das noch erstrebenswert? Das ist das, was ihn am Leben hätte sein sollen. Das ist das entweder, so sehe ich das. Jesus mit Tackern an seinem Götzen festgenagelt. Das ist nur immer wieder, das ist, kannst du nicht einen ganz normalen Prozess laufen lassen. Dieser Segen, dieser absolute Segen, wo ich sage, wenn du wirklich eine Heiligkeit erreicht hast, dass ich mache jetzt einmal, ohne ein Heiligensein aufzusetzen, mein Thomas Kalbuch. War in Almenau um der Thomas, wo mich die Frau anwarf, du warst das Wichtigste für ihn. Ich schmunzel dann natürlich. Ich musste mit an der Thomas ist heute Nacht gestorben. Der Witz ist, der war überhaupt nicht krank. Das war ganz normal, der war in Ordnung. Der geht mit seiner Frau ins Bett, die wacht morgen auf und tupft ihn an und der macht keinen Zucker mehr. Kein Todeskampf. Ich sage immer, wenn man so geht, den musst du Udo aber richtig lieb gehabt haben. Ich sage, der ist nur woanders aufgewacht. Das ist ihre Sicht, verstehst du? Das ist die Welt, das ist all das ganze Zeug, dass du diesen Schwachsinn merkst und jetzt kippt was um, das für dich so positiv war, die Mediziner, die ja alle so gut mit dir meinen. Ich sage, du bist eine gute Gemolkenwirt und alles, was gut ist, die ganze Gerätemedizin, man wird alles, was du meinst, dass die es gut mit dir meinen, nein, die werden in dich reinhämmern, was sie abrechnen können, was bloß geht. Das wird immer bei Wasser. Ist es mittlerweile dieser Scheiß, muss ich es noch aufblasen, dass euch das auffällt? Das ist mittlerweile ja schon so bizarr, wenn du selber zum Denken anfängst, dass du gar keine Luft mehr kriegst, wenn du dir Gedanken drüber machst.
Welcher jeden Babyfax? Du musst dich mit meiner Mordin unterhalten. Der neueste Trend ist ja hier, in die Notaufnahme zu gehen. Das kennt ihr euch, das erste Mal war jetzt auch übrigens ein großer Bericht, aber ich habe das live von der Marion, was im Krankenhaus in der Notaufnahme, die gehen dann immer zum Hausarzt, weil da müssen sie sich ja hinsetzen und warten in der Notaufnahme, kommen wir eher dran, wobei das mittlerweile auch schon fast ist, weil da Riesenschlangen sind, weil jeder meint, der hat den Trick raus. Das ist also kein Witz, da ist der Fingernagel eingerissen oder was, dann gehen die in die Notaufnahme. Das ist, die Leute sind so krank in dem Wahn, aber das wird doch hochgepusht. Du kriegst doch vor einem Verbluss eingetrichtert, was dir fehlen könnte, was Schlechtes, was Giftiges. Und egal wo du, mach einmal bewusst, zapp durch deinen Fernseher, durch deine mediale Welt und ich schreibe es aus allen Ecken und Enden an, kauf mich und das brauchst du und das brauchst du und da kannst du Geld sparen. Es gibt kein anderes Thema mehr. Darum definiere ich jetzt definitiv, jede Glaubensgemeinschaft hat eine Vorstellung von Gott und gibt ihren Gott einen Namen. Die Moslems nennen ihn Allah, die anderen nennen ihn Yahweh, den man nicht aussprechen kann. Die anderen sagen einfach nur Gott, Manitou. Es gibt aber keine einzige Glaubensgemeinschaft, die ihren Gott so extrem erwähnt und verehrt und dann Schiss macht wie der Materialismus. Der Materialismus, es gibt nur noch, es wird nur noch von Gott, von Geld geredet. Und Umsatz und Geld und Machen, egal wie. Und jetzt kommt diese unendliche Scheinheiligkeit. Geld steht über allen, über Moral, über... Immer wieder das Gesicht, die Grinsekatzen, Waffenverkauf und ich sage jetzt prinzipiell, was in dir auftaucht, ist nicht schlecht. Das als allererstes. Ich sage immer wieder, Grieche brauchst du genauso, wie du den Regen brauchst. Frieden ist Sonnenschein und Griech ist Regen. Und das eine allein, nur mit Sonnenschein gibt es keine wachsende, ständig sich verändernde Welt. Und ohne Regen gibt es die auch nicht und dasselbe gilt für Krieg und Frieden. Und wenn du deine innere Moral jetzt in dir aufschreit, dann lies einfach sehr gewissenhaft die ganzen Gespräche, mein Beispiel mit dem Zweiten Weltkrieg, den wir uns jetzt ausdenken, der niemals in der Vergangenheit war. Und die Demokratie, die eigentlich freie Meinungs-, im Grundgesetz festgeschrieben, die freie Meinungsäußerung, bis auf das, was hier ausgeklammert wird. Zum Beispiel zu behaupten, dass es keine Gaskammern gegeben hat. Das würde ich jetzt nie behaupten. Ich sage, es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist, was man dir erzählt hat. Und den einen hat man erzählt, dass es welche gegeben hat. Und den anderen hat man erzählt, dass es keine gegeben hat. Und der eine wird das glauben und der andere wird das glauben. Und was ich dir sage, ist, dass du das glaubst, was in der Vergangenheit war, was man dir erzählt hat. Ich sage dir, es gibt überhaupt keine Vergangenheit. Vergangenheit ist ein Gedanke, den du dir jetzt ausdenkst. Und die Vergangenheit, die du dir ausdenkst, hängt davon ab, mit was für ein Wissen du arbeitest. Und jetzt kannst du in dich reinschauen, dass es dir sehr viel widersprüchliche Wissen gibt. Und du benutzt bloß eins, das du in dir verwirklichst, ein Wissen. Würdest du alle Wissen gleichzeitig denken? Ja, aber es kann doch nicht hell und dunkel gleichzeitig sein. Ja, es kann doch nicht Gaskammern gegeben haben und keine gegeben haben. Ich sag doch. Schau, der eine, der sagt, es hat welche gegeben, obwohl er das nur vom Hörensagen kennt, weil er irgendeinen Scheiß nachplappert. Und der andere sagt, es hat keine gegeben, weil er einen anderen Scheiß nachplappert. Der eine behauptet, der Henkel ist rechts und der andere sagt, der Henkel ist links. Und ich erkläre dir, was die Tasse ist. Die beiden anschauen, aber bloß immer von verschiedenen Perspektiven. Das ist die Lösung. Da kommt jetzt die Weisheit. Und wenn ich jetzt unter Gesetz, Dankeschön. Ach, das ist ja genial. Das ist richtig gefahren. Nur verkehrt. Das habe ich jetzt in mir erweckt. Das habe ich jetzt in mir erweckt. Die Erde. Cool, ne? Cool. Das ist also hier, dass du merkst, mit den Holofeeling heilt sich das Ganze. Die widersprüche dem Preis, den du zu bezahlen hast. Du musst deine arrogante, einseitige Rechthaberei aufgeben. Ohne die zu vernichten, weil diese mögliche Sichtweise bleibt ja bestehen. Du gibst die eigentlich gar nicht auf, sondern ich gebe dir eine Gegenseite dazu. Du behältst deine Sichtweise, machst die neue dazu und sobald du beide sich widersprechenden Sichtweisen gleichzeitig denken kannst, verschmilzen die zu einer vollkommen neuen Qualität. So funktioniert Holofeeling. Das heißt, du verlässt jetzt deinen Traum und kommst in die geistige Welt. Das ist die Tür, die ich aufmache, obwohl das Träumen trotzdem ganz normal weitergeht. Oberflächlich betrachtet, bloß wir arbeiten mit neuen Betriebssystemen. Und das verändert die Möglichkeiten, was du früher Zukunft genannt hast, ist das, was dir hier und jetzt möglich ist, was dir neu zukommt, sind vollkommen neue Dimensionen.
Und ich kann immer wieder sagen, glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Das ist die ganze, wenn wir in die Tiefe gehen, ich habe aber auch mal Sachen, ich greife auf ein Wissen zurück, das ihr euch in den kühnsten Räumen nicht vorstellen könnt. Aber das kriegt man mit, wenn man sich damit beschäftigt. Und dieses Ich ist jetzt nämlich nicht der Brösel Udo, sondern du bist dann dieser bezüglich den Ich-Ubinär wie der blaue UB, den du dir ausdenkst. Der ist jetzt nur facettenreich aufgespanntes Wissen. Das ist blaue UB. Die Verbindung von dem Wissen ist dann über dir. Das ist diese Hierarchien. Und ich kann dann nur sagen, ich schmunzle ja selber immer wieder, wenn ich jetzt deins rede, wo du keinen Unterschied hast, dass das wiederholen. Nicht nur, dass ich immer wieder dasselbe sage, auch hier sage ich, ich kann Neues machen. Das muss schlafwandlerisch in dir drin sein, wenn du das irgendwann einmal oft genug gehört hast. Und du bist der Erste, der es mitkriegt, ob es so ist. Du kriegst eine heitere Gelassenheit. Das ist egal, was passiert. Du kannst immer nur schauen, ob du noch reagierst. Mhm. Ob es dich noch zusammenzieht. Mhm. Ob du, egal was, oder ob im selben Moment auch der Beobachter ist, der drüber schmunzelt. Ob in dir Angst auftaucht, bei irgendeinem wie Wehchen, ob du wieder was bekämpfst, Kopfschmerzen. Und da muss ich immer wieder sagen, wenn du Kopfschmerzen hast, dann schmeißt du Aspirin rein, wenn deine Logik sagt, es hilft, und verkneif dir das nicht. Ich nehme keine Tabletten. Das ist, ob du jetzt gegen Tabletten bist, das kommt aus dir und es wird wieder eins mit dir und du wirst vor nichts und niemandem mehr Angst haben. Und durch die eigene Meinung wird dir immer mehr klar, dass du, wenn du Fernsehen schaust, du wirst unterhalten. Diese Unterhaltung ist das Wichtige, weil das immer lehrreich ist. Und ich sage eine ganz große Hilfestellung, das ist wirklich die Erkenntnis, jeder Moment, der hier und jetzt in mir auftaucht, den ich jetzt sehe, egal wer ich zu sein glaube, kommt aus mir von Gott. Ich bin ein träumender Geist. Ich sage, das ist das beste und der wichtigste Moment von den unendlich vielen Momenten, die prinzipiell in Erscheinung treten können. Ist das jetzt der wichtigste, sonst würde ihr den jetzt nicht auftauchen lassen. Und jetzt, wenn ich das mir klar gemacht habe, dass das ganz tief in mir drin ist, habe ich ja, da ich mit meinem Ego ein Werte- und Interpretationsprogramm, ist ja was in mir drin, das ein Moment taucht auf und mein Programm reagiert darauf, was ich natürlich dann zu sehen bekomme, das verändert ja den Moment. Und ich schaue jetzt, wie reagiert mein momentanes Wissen, mein Ego, was suggeriert mir mein Ego, qualitativ, was es ist und was mache ich, wie forme ich diesen Moment um. So wie du zwanghaft, wenn du jetzt an Vögel denkst, wo waren die jetzt die ganze Zeit? Die habe ich jetzt erschaffen. Aus nichts! Ich bin Gott. Ist es so? Das alte Beispiel kennt ihr. War irgendeiner in Zwitschern jetzt da die ganze Zeit? Wo waren deine Beine, deine Sandalen, deine Nase, deine Ohren? Wenn du aufmerksam zuhörst, ist kein Körper da. Das ist jetzt natürlich sofort, dass ich sofort wieder schmunzel. Da ist Musik da und ich denke mir sofort ein Handy aus. Ist es so oder ist es so? Dann hörst du ein Rauschen, wenn du spazieren gehst und dann denkst du an einen Zug und sofort kommt der Zug. Funktioniert, sag ich, funktioniert. Wieso ist der Zug jetzt gekommen, weil ich jetzt gesagt habe, da kommt jetzt ein Zug. War der Zug vorher oder war meine Schöpfung, dass ich mir das gedacht habe aus einem Geräusch, so wie du aus einem Wort hier was denkst. Und es funktioniert so. Jetzt wirst du feststellen, was ich dir erzähle, ist nur fremd für einen, der ein materialistisches Betriebssystem hat. Wenn du aber wirklich ganz einfach schaust, was jetzt in dir abläuft, was zu feststellen ist, genau so ist es. Das ist eine vollkommen neue Welt. Ganz leicht zu betreten, erst wenn du dein Buch zu Ende gelesen hast. Das heißt, jetzt kann sehr gefährlich, dass man sofort wieder meint, man müsste was beschleunigen, weil man schneller das in der Zukunft erreichen will. Und dann sag ich, du hast nicht verstanden, in der Zukunft wird nichts passieren. Das lässt du komplett, es ist schon. Das, was du erreichen willst, ist was, was du die ganze Zeit schon bist. Du musst dich immer mehr wieder erinnern an deine Göttlichkeit. Wird damit fertig? Hast du das ganz gelesen? Du hast es noch nicht mal ganz gelesen, wenn ich es dir einspiele. Das sind komplette, du wirst merken, unheimlich viele Beispiele aus Holofeeling, extrem vereinfacht, hast du schon gemerkt? Nicht annähernd so detailliert dargestellt, aber nur angerissen, ist alles Wesentliche drin. Kannst was jeden Satz unterstreichen, der drin steht. Manche Stellen haben ihn in die Länge gezogen, aber das kommt, jetzt denkst du dir schon wieder an aus. Ist ja Amerikaner oder was, ein junger Busch, als Autor. Da ist keiner, der das schreibt, das sind Symbole.
sind reine Symbole. Es ist jetzt wieder eine Facette, wo ich immer sage, wenn du meinst, Mensch, der Dioner, die Leder haben das doch begriffen, der hat es doch verstanden. Nein, jetzt platzt es, du bist das Formspiegel, weil das in dir immer wacher wird, wird zwangsläufig ausgedachte Figuren diese Erkenntnis bekommen. Wobei die ausgedachten Figuren in einem Raum des auch nicht Verstandes bleibt, das ist deins. Jetzt fängt sich deine eigene Erkenntnis, fängt sich aus dir heraus auszuwachsen.